Und wisch gewischt, damit sind wir wieder zurück in der Counter-Strike Beta 6.5 und diesmal auf der ersten Version von DAZTEC, auf jeden Fall der ersten Version, die dann offiziell bei einer Counter-Strike-Version dabei war und ihr seht, wie anders die aussieht. So, dann ab zu den coolen Kids. Wir sind Phoenix Connection, Lead Crew, Arctic Avengers und Gorilla Warface, genau, der Guerilla wird ja manchmal einfach Gorilla genannt. Gorilla Warface ist witzig, aber ich bleibe bei der Lead Crew. Diesmal ist das L groß geschrieben, also jetzt ist es Groß L 337 Crew. So, und wir hören den typischen Donner. Was nicht so typisch ist, ist die Startgegend hier. Die unterscheidet sich nämlich schon ziemlich von der späteren Startgegend. So, Stiftung Glock-Test. Ja, die Feuergeschwindigkeit ist wieder unglaublich hoch. Also das ist ja immer das, dass bei der Glock 18 ständig Abklingzeit und Feuergeschwindigkeit geändert werden. Diesmal hat die wirklich eine originale Feuergeschwindigkeit von einer originalen Glock 18, obwohl eine originale Glock 18 hätte ja auch Dauerfeuer und keinen mechanisierten Feuerstoß. Und ich wollte fast schon wieder sagen, man könnte sie daran erkennen, dass sie einen Feuerballhebel auf der rechten, also auf der linken Seite des Schlittens hat, den wir hier nicht sehen, weil es hier die rechte Seite des Schlittens ist. Genau, hier sind noch die alten Türen. Dieser ganze Platz hier ist sehr viel kleiner. Hier haben wir noch das alte schöne Wasser. Hier ist das wirklich noch eine Treppe mit Stufen. Und Moment mal, wie ging das denn nochmal? Genau. Man muss noch nicht stillstehen, während man die Bombe legt. Genau. Und zwar, ich darf die Bombe zwar nicht überall legen, aber wenn ich anfange, die zu legen, darf ich weiterlaufen. Ich kann den hier machen. Ups. Ich glaube, ich darf aus dem Bombengebiet nicht rausspringen. Ja, Goose jumpen hier hoch. Und man hatte noch echte Blitze. So, man nimmt hier. So, und geht. Ging das nicht? Wie ging das? Man kann irgendwie dafür sorgen, dass man hier anfängt, die Bombe zu legen, danach hier geht und die Bombe dann da unten landet. Wie ging das denn nochmal? Glaube, man muss schnell sein und. Nein, das kriegt man irgendwie hin. Allerdings bin ich wahrscheinlich zu unskilled dafür. Aktiviert. Ach, okay. Ich versuche es noch einmal. Ah, ich springe zu weit, dummerweise. Und wenn ich das noch ein paar Mal verkacke, bin ich tot. Irgendwie ging das. Wie ging denn das nochmal? Ging das? Oder es kann sein, dass das auf einer Version von DAZTEC ging, die nicht Teil einer. Also das hier ist jetzt hier der erste offizielle Release von DAZTEC zusammen mit Beta 6.5. Aber ich glaube, vielleicht ging das bei Beta 6.2 oder so. Ich glaube, hier wurde das gefixt, damit das nicht mehr geht. Ich mache es jetzt einfach hier ganz normal. Also bei irgendeiner Beta, also ich kann mich daran erinnern, dass das ging. Dann landete die Bombe hier unten im Wasser und dann war die natürlich schwieriger zu finden für die Counter-Terroristen. Da hat man immer gewonnen. Es kann auch sein, dass es für Beta 6 oder Beta 5 schon DAZTEC gab zum Runterladen und dass die dann erst später offiziell wurde. Auf jeden Fall ging sowas in der Richtung. Ihr seht hier, hier ist auch noch Sand. Hier ist dann der zweite Bombenplatz. Ah, oh, hier ist dieses richtig hässliche Gestrüpp. Ach stimmt, wir müssen uns gleich auch mal die Bäume angucken, nee, die Brücke angucken. So, fleißig dabei, hier Huste rauszuschneiden. So, Bombenradius müsste ich auch gleich nochmal gucken. Genau, das erste, was ich aber gucken wollen würde, ist. Hier gibt es nichts Neues. Ich glaube, das nächste, was kommt, sind dann die Doppelberettas, die keiner gebraucht hat. Shotgun. Ja, Stiftung Schrotflintentest. Ach, das ist das neue Modell schon mit dem Heat Shield. Und zwar haben wir jetzt hier eine Waffe mit einem Hitzeschild. Genau, ich wollte die Brücke gucken gehen. Die sieht nämlich großartig aus. So. Das ist die alte Brücke. Sieht die nicht herrlich aus, Leute? Schreibt mir in die Kommentare. Ist das nicht eine wunderhübsche Brücke? Obwohl ich glaube, die bleibt auch erstmal so bis Counter-Strike 1.6. Dann wird die Brücke zu einem Modell und man kann hier noch nicht rüber. Man muss hier den anderen Weg gehen. Man kann hier nur hierher.
So, Stiftung Schoflintest machen wir gleich mal. Wo haben wir denn was, wo man das gut sieht? Ich würde sagen, hier ist ganz gut. Ja, jetzt ist die Steuerung um einiges größer geworden. Das dürfte in etwa so ein bisschen weniger sein als die Entfernung bei CS Assault. Ja, dann würde ich sagen, dann hat Stiftung Schoflintest dann auch den Schuldigen gefunden. Und zwar der Schuldige ist die Benelli M3 in der Counter-Strike Beta 6.5. Übrigens ist das hier eine Ausnahme, dass ich hier eine Zwischenversion zeige. Denn normalerweise hatte ich geplant, nicht die Zwischenversion zu zeigen, aber die Beta 6.5 ist einfach zu wichtig, weil die auch sehr lange sehr aktuell war. Und ich müsste gleich nochmal den Bombenradius überprüfen. So, gucken wir mal. Wir haben MAC 10. Genau, über die MAC 10 hatte ich schon gesprochen, allerdings in einem Video, wo das Nachtsichtgerät nicht richtig funktioniert hat. Deswegen glaube ich, das ist noch nicht auf einem Video drauf. Das ist die MAC 10. Die gab es damals neu, extra für die Escape-Karten. Und die Escape-Karten waren auch teilweise so geplant, dass darauf die Terroristen schlechtere Waffen haben sollten. Eine dieser schlechteren Waffen, welche hier auch sozusagen auf dem Menücover ist, von dieser Version hier, beziehungsweise von der letzten Version, von der Beta 6 ohne 5. Okay, jetzt hat er kurz angefangen, das Ding nachzuladen. Also es gab hier in der Beta 6 neu diese Escape-Karten. Für diese Escape-Karten sollte es extra Waffen geben, die nochmal schlechter sind als die Waffen, die es im Spiel gab. Diese Escape-Karten sind allerdings ausgestorben, dadurch, dass sie keiner gespielt hat. Das mochte nämlich keiner, diesen Spielmodus. Ironischerweise wird es später dann nochmal in Counter-Strike 1.6 extra mit so einem Server-Mod nochmal spezielle Escape-Karten geben. Nochmal so ein Prison Break-Escape-Modus, nochmal speziell reingemoddet. Was ja ein bisschen ironisch ist, da der Escape-Modus, der Originale, rausgenommen wurde quasi. So, mal gucken, wie groß der Radius ist, obwohl die liegt ja, glaube ich, ganz woanders. Ah, doch, da vorne. Dann war das doch richtig, was ich gedacht habe. Da vorne lag sie und der Bombenradius ist immer noch relativ groß. So, wieder zurück zur MAC 10. Ah, jetzt muss ich sie natürlich neu kaufen, da ich gestorben bin. Die MAC 10 sollte eine dieser absichtlich schlechten Waffen sein. Und da sie eine dieser absichtlich schlechten Waffen sein sollte, war sie auch unglaublich schlecht. Ich glaube, die Dauerfeuerstabilität ist richtig schlimm. Ich glaube, die hier ist noch ein bisschen zu gut. Ich glaube, sie wird nachher noch ein bisschen schlechter, die MAC 10. Und deswegen ist auch die MAC 10 im Spiel. Und zwar die MAC 10 ist auch eine unglaublich schlechte Waffe, die auch zu nichts zu gebrauchen ist. Ich glaube, die hat auch einen Preisunterschied nur relativ gering von der MP5 und von da hat die wirklich niemand wirklich ernsthaft benutzt, außer so ein paar Möchtegern-Gangstern. Und sie ist falsch dargestellt. Und zwar ist sie hier als aufschießende Waffe dargestellt, nicht als zuschießende Waffe. Normalerweise müsste der Verschlussspanngriff hier auf dem Rücken der Waffe hinten sein und bei jedem Schuss nach vorne gleiten. Das tut er aber nicht, der gleitet halt bei jedem Schuss nach hinten. Ist teilweise auch richtig animiert und zwar bleibt er kurz hinten, snappt dann aber immer wieder nach vorne. Und auch beim Nachladen snappt er nach hinten. Nee. Jetzt snappt er wieder nach vorne. Also die ist richtig schlimm animiert, also richtig schlecht animiert. So, ich wollte jetzt noch eine Bombe legen. Dann wollte ich mir die SIG kaufen. Ich glaube, die SIG ist korrigiert worden. Die SIG hatte ja vorher fälschlicherweise einen viel zu langen Lauf für das Modell. Ich glaube, der ist weggenommen worden. Ich glaube, das Visier sieht auch anders aus. So, ich muss mal gucken. Messer. Ja, Sekundärfunktion wird, glaube ich, in Beta 7 kommen. Ich meine, in Beta 7 wird dann hier das Bundeswehrmesser ausgetauscht gegen das SOG 2000. Ah, hier wären dunkle Ecken gewesen fürs Nachtsichtgerät. Aber diesmal funktioniert das Nachtsichtgerät ja. Das Nachtsichtgerät hier in dieser Version ab der Beta 6 funktioniert ja richtig. Das Nachtsichtgerät in den Versionen davor macht ja einfach nur den Bildschirm grün. Hier immer noch die wunderschöne Brücke. Und man hat hier auch immer so ein bisschen diese Blitze, die dann noch die Karte noch so ein bisschen heller machen. So, das ist B44, oder? Mal gucken, B4. Ne, B44 wäre die AUG. Ja, das ist das korrigierte Modell. Diesmal ist das Visier hinten achteckig und die Waffe hat nicht mehr den langen Lauf.
klingt wie heute. Man kann anzoomen. Sehr gut. Mal gucken, die Stabilität. Die ist, glaube ich, in etwa ein bisschen schlechter als die beim M4-Karabiner. Ist nicht so ganz so furchtbar wie bei der AK. Übrigens, das Nasentier hat sich immer die Krieg gekauft. Also hier. Ach, Quatsch. Wie komme ich denn auf Krieg? Ach, stimmt, ja genau. Die kriegen ja irgendwann Fake-Namen, die Waffen. Und das Ding wird dann als Krieg bezeichnet, obwohl es eigentlich SIG heißt. SIG 552 Kommando, meine ich. Oder 553 Kommando, kann ich ja schnell mal gucken. Ach so, jetzt kann ich das Kaufmenü nicht mehr aufmachen. Früher konnte man das Kaufmenü überall einfach aufmachen. Man konnte zwar nicht überall kaufen, aber man konnte das Menü überall aufmachen. Und ich habe die Bombe gar nicht gelegt und frage mich, warum die nicht explodiert. Ja, lell. So, die gute Bombe ist auf 5. Ich glaube, es gab auch lange das Gerücht, dass die Blitze Schaden machen. So, wie ging das dann nochmal? Ich habe irgendwie den Ehrgeiz, rauszufinden, wie das nochmal ging. Und ganz vorher... Na knapp, ich glaube, das geht in 5.6 nicht mehr. Ich glaube, das ging in der Beta 6.2 oder so. Oder man musste dafür einen ganz, ganz komischen Sprung machen. Aber ich glaube, so skillbasiert war das damals gar nicht. Ich habe es als sehr viel einfacher in Erinnerung. So, mal gucken. Ich glaube, wenn ich... Ah, ich glaube, ich wusste mal, wie viel Schaden man kriegt, wenn man auf der Brücke steht. Ich glaube, hier ist tot. Hier komme ich mit so 40 raus. Und ich glaube, hier mit so 60. Ich weiß nicht mehr genau auswendig, werden wir gleich sehen. Spannend. Ah, 70, nur knapp verschätzt. Man hat immer noch den relativ großen Bombenradius. So, bei Equipment. Genau, die Concussion Grenade heißt jetzt wieder Flashbang. Genau, die... Oh, die Nebelgranate ist neu. Hätte ich ja fast übersehen. Guck mal, ob es hier sonst noch was gibt. Ja, wenn wir uns die leisten können, kaufen wir uns die. Aber ich glaube, hier bei den Scharfschützengewehren wird sich lange nichts mehr ändern. Bis dann irgendwann bei der Verkaufsversion 1.3 das Zielvisier verschwinden wird. Aber mich interessiert dieses Ding. Genau, die Rauchgranaten haben ja auch so eine kleine Geschichte hinter sich. Ich meine, diese Rauchgranate geht los und produziert dann ganz langsam nach und nach Nebel. Und dieses nach und nach Nebel produzieren wird bleiben bis Verkaufsversion 1.5. Und erst in 1.6 wird die Nebelgranate so funktionieren, dass sie platzt und sofort Nebel da ist. Und ich glaube, der Nebel wird scheiße aussehen. Ja, der Nebel wird noch scheiße aussehen. Oh, geil, Alter, das ist da einfach nur so ein Pixel-Ding. Aber der Nebel ist damals noch sehr, sehr dicht gewesen. Ah, okay, wenn der Nebel dicht ist, dann ist er auch dicht, ja, das ist ja klar. Und zwar, es wird ja bis Counter-Strike 1.6 das Problem geben, dass Spieler, die das Spiel mit einer Farbtiefe von 16-Bit spielen, leichter durch den Nebel gucken können, als Spieler, die das Spiel mit einer 32-Bit-Tiefe gucken. Und deswegen waren Nebelgranaten auch nie wirklich Meta, weil einige Spieler durchgucken konnten. Okay. Das Nasentier erinnert mich gerade an was. Und zwar hatte ich damals, in Anführungsstrichen, einen Schulkameraden. Ja, das ist mein persönlicher Drachenlord, ich weiß. Okay, die Geschichte vom persönlichen Drachenlord werde ich wann anders mal erzählen. Und zwar hatte ich einen Schulkameraden, mit dem ich damals öfter Counter-Strike gespielt hatte. Der hatte damals eine richtig komische Grafikkarte. Und zwar so eine komische, abgespeckte GeForce 2MX. Das ist... wenn man das mit heutigen Sachen vergleicht, müsste man das eigentlich eher vergleichen mit den Grafikkarten, die auf CPUs drauf sind. Also so ein Ding, was nur so tut, als wäre es eine Grafikkarte, eigentlich gar nichts kann. Wenn man mit ihm Counter-Strike gespielt hat und hat ihm eine Rauchgranate vor die Füße geschmissen, dann ist sein PC abgestürzt. Das war witzig, wenn ich mit ihm dann im Internet Counter-Strike gespielt hatte und irgendjemand hat eine Rauchgranate geworfen, dann ist sein PC abgestürzt. Das konnte ich natürlich nicht selber machen, weil er mich dafür natürlich angekackt hat. Dann habe ich, wenn ich in dem anderen Team war als er, den Leuten immer im Teamsay geschrieben. Oder ich glaube, ich habe immer, wenn ich tot war, man kann ja in Counter-Strike mit den anderen Leuten schreiben, wenn man tot ist. Immer, wenn ich tot war und andere Teamkameraden schon tot waren und er aber noch im Spiel war, habe ich denen im Chat geschrieben, dass sie bitte in der nächsten Runde Rauchgranaten einsetzen sollen. Dann ist immer sein PC abgestürzt. Das war witzig.
Ja, manchmal damals schon so ein kleiner Hater. So, ohne letzte Karte würde ich sagen. Obwohl, stimmt, da hat mich das Nasenset darauf aufmerksam gemacht. Und zwar mit der Beta 6 wurde nicht nur der Escape-Modus eingeführt, sondern auch der Assassination-Modus. Und den Assassination-Modus, den ich wahrscheinlich richtig kacke ausspreche mal wieder, den würde ich euch gerne noch zeigen. Mache ich wahrscheinlich gleich so ein extra Video zu, weil das auch nicht wirklich lang wird. So, dann hoffe ich, das Ding platzt gleich. Aber welche Assassination-Karten gibt es denn hier? Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr als Ulrich, oder? Ich glaube, es gibt ein paar mehr. Und ich glaube, es gibt hier ES Trinity. Aber das muss ich nicht mehr unbedingt zeigen. ES Trinity ist nämlich eine gute ES-Karte, also eine gute Escape-Karte. Aber das habt ihr ja bereits schon gesehen.